Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werde ich euch ein schnelles Sommerdesign zeigen. Also das geht wirklich ratzfatz. Und ich habe mir gedacht, muss auch mal sein. Und deswegen starten wir auch schon. Ich benutze dafür die Neon Shocks, Mandarin Pearl und Fuchsia Pearl, weil ich stehe ja total gerade auf diese Pearl und Schimmer und... Und ich werde das so anordnen, ich zeige euch das mal. Ich habe schon die drei Tipps vorbereitet. Der vierte machen wir gleich zusammen. Das ist jetzt zum Beispiel der kleine Finger. Den Ringfinger machen wir dann gleich zusammen. Dann ist das hier der Mittelfinger und das ist der Zeigefinger. Also dass das Orange hier auf der Seite noch ist. Und ich finde, ihr seht das schnell. So ein Farbverlauf ist auch schön, aber dann so ein paar Striche rauf. Wertet das alles schon wieder auf. Und es geht schnell, weil ab und zu muss es auch mal schnell gehen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch mit dem Farbverlauf. Ich trage zuerst die hellere Farbe auf und dann die dunklere, aber das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Ist jetzt nicht, dass man das machen muss. Ich nehme hier ein bisschen und trage das so bis zur Mitte hin. Wenn es beim ersten Mal nicht deckt, das ist nicht schlimm. Wir gehen da eine zweite Schicht drüber. So, dann Pinsel abwischen. So, jetzt packe ich die Farbkelle mal kurz weg. Wische den Pinsel richtig gut ab. Ich wische ihn, ich gehe da nicht mit Cleanup bei oder so. Drücke mir ein bisschen platt. Meiner hat so eine kleine Wölbung. Man kann dann geraden nehmen, man kann dann Katzen zum Pinsel nehmen, ist vollkommen egal. Und dann geht man hier einfach beim Übergang immer wieder rüber, bis halt ein schöner Farbverlauf entsteht. Ich wische dann auch meistens hier nochmal den Pinsel ein bisschen ab, damit ich nicht zu viel Produkt auf dem Pinsel habe. Gehe auch ab und zu mal so minimal nach, von links nach rechts. So, und dann lassen wir es aushärten und dann machen wir das gleiche gleich noch einmal. So, dann trage ich wieder Orange auf. So, dann nehme ich mir Painting Gel schwarz und weiß. Ich habe das jetzt hier von online hat. Ziehe jetzt zuerst die weißen Striche und setze dann die schwarzen Striche unter die weißen. Lass das aushärten und mach das gleiche dann mit dem Schwarz. So, und das ist schon das fertige Design. Ihr könnt natürlich wie hier unten noch einen Strich machen. Aber ich habe mir gedacht, es passt so. Ich mache nochmal einen Blitz an, aber dann ist der Pearl-Effekt halt sehr stark. Und ich finde das echt cool. Und es ist super schnell gemacht, wirklich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es ein sehr kurzes Video diesmal war. Aber es müssen auch mal kurze Videos sein. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!